Willkommen zur Pre-Season 8 mit mir als Nocturne im Jungle. Mein erstes Gameplay überhaupt in der neuen Pre-Season. Predator Boots? Was sind denn Predator Boots? Ich habe keine Ahnung. Ich bin selbst etwas verwirrt. Ja. Sassy ist ebenfalls mit an meiner Seite, mich zu begleiten in dem ersten Spiel in der neuen. Wieso bin ich so schnell? What the fuck? Ich war gerade dezent verwirrt. Oder sah es gerade nur für mich so aus? Alt F4. Das ist eine gute Frage. Wie nutze ich Predator? Player Comedy. Ja. Ich weiß es nicht. Predator's Bad. Also bis dato weiß ich nicht viel über die neuen Ruhen, deswegen, das ist der erste Test für mich im Jungle. Ich hoffe, ich kann das richtig einsetzen, dieses Predator. Andernfalls ist das nutzlos für mich. Okay, normal, ich bekomme keinen Pull. Ist cool. Ich habe ja keine Attack Speed mehr. Das macht Spaß. Puh. Erstmal smiten. Was für ein Jungler spiel ich überhaupt? Rek'Sai. Hat auch Predator. War gar nicht wahr. Dark Harvest. Geht natürlich auch. Habe ich mir bis jetzt noch nicht durchgelesen. Aber es könnte ebenfalls relativ interessant sein, Dark Harvest mitzunehmen. Um diese Seelen zu sammeln. Für seine dunkle Saat. Glücklicherweise habe ich schon relativ gutes Attack Speed mit Nocturne durch meine Passive vom W. Andernfalls wäre das echt schon ein bisschen kontraproduktiv, aber egal. Ja, gleich habe ich ja Smite ab. Ich werde einen Red Buff machen und anschließend noch die Raptors. Den schaffe ich sogar ohne Smite. Kommt man jetzt irgendwie besser durch den Jungle durch oder kommst du nur so vor? Ich glaube, man kommt besser durch den Jungle durch. Tatsächlich. Wow, ich muss nicht mal backgehen mit Noxen, obwohl es eigentlich relativ schwerfällig ist, ihm einmal durchzukommen. Da könnte gleich ein Rek'Sai vorbeikommen. Oder die Rek'Sai. Dachte ich mir schon. Die ist schon Stufe 4. What the fuck? How is it possible? Da hat er gewollt. Gar nicht mal so dumm. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Eventuell werde ich jetzt nicht so viel kommentieren im ersten Gameplay, weil für mich auch alles komplett neu ist. Ja gut, jetzt hat er nicht aufgepasst. Kann man es dadurch aktivieren? Aktiv Predator. Ah, durch die Boots. Und es war zu erwarten, dass er da First Blood bekommen würde. Was passiert da gerade Botlane? Ich kann da gerade nicht reingehen. Was war das denn gerade?
I don't know. Interessante Aktion vom Guardio. Mein Special war viel zu früh. Eventuell bin ich gerade ein bisschen aufgeregt wegen der neuen Season. Bin so hyped. Übrigens handelt es sich dabei gerade um ein Flex-Q-Game, ist also nicht sowas Berauschendes. Ist die Frage, ob der Gangplank geflasht hat. Reicht noch nicht ganz aus. Gib mir die Scuttlecrab. Moment, ich werde hier mal langlaufen. Das hier auslösen. Ich gehe mal zu meinem Blue Buff, dann bin ich schon mal Stufe 6 und... Gut. Hätte sich das auch erledigt. Ist noch nicht. Ich habe 45 CS. Wo denn bitte? Wo habe ich die bekommen? What the fuck? Okay, egal, die hat gedived. Ja, kann ich nicht rein. Oh wow. Oh wow, der Tower ist auch weg. Ich bin tot. Oh man. I love it. Ich lasse mich mal executen. Ja. Was anderes war nicht möglich. Ist natürlich unglücklich. Gut, das erste Game in dieser Season. I really appreciate it. Ultimate. Wieso habe ich überhaupt keinen Sound gerade in Game? Wobei, doch habe ich. Das hört sich nur nach nichts an. Ja, ja, auf jeden Fall habe ich Flash gewastet und zugleich noch meine Ultimate. Ping reicht da gerade nicht aus. Red Buff und eventuell Top dann Gang. Ah, ist tot. Whatever. Das ist mein erstes Game. Ich weiß, dass ich das nutzen kann. 15 Sekunden. What the fuck? Sieht schlecht aus. Bin absolut begeistert.
Ah, für mich ist gestorben. Whatever. Für den ersten Kill. Bin ich begeistert. Absolut nicht. Ich hab's mir anders vorgestellt, das erste Game. Das liegt garantiert gerade nicht an der Jungler-Difference. Ja, RIP. Was macht die denn da wieder? What the fuck? Aber der war wenigstens ein Double Kill. Wobei gar nicht war. Verliert viel zu hart auf der Top Lane. Sie macht aktuell in der Mitte viel zu wenig. Counter-Jungling. Es kommt noch Ash dazu. Oh ja, Party hard. I really like it. Ich bin so motiviert. Ey. Ernsthaft? Oh Mann, GG. Ich habe keine Lust mehr auf das Game. Ich habe einen Assist bekommen. Ah, stehe ich schon mal hier 032. Puh. Der Scham. Da hat sie den Tod verdient gehabt. Konnte Jungle nämlich weiter. Ja, 1-3-3. Huhu, diese Experience. Awesome. Kommt der Red Buff? Da bin ich Stufe 10. Die Rek'Sai steht um einiges besser als ich da. Gangplank 4-0. Perfect! Einfach nur perfect! Überlebt das tatsächlich? Ich glaube schon. Wo ist meine Vayne? Die ist gestorben mal wieder. Puh. Gehen sie lang. Pink Ward. Fair lustig gewesen.
Ich hab gleich Ultimate ab. Ja, der Tower ist weg. Okay, ich bin an irgendwas gestorben. Ich weiß nur gerade nicht an was. Ich weiß gerade echt nicht an was ich gestorben bin. Wir schreiben die ganze Zeit was. Wieso ist der Chat nicht gemutet? Hallo? Mute, dankeschön. Kein Kill mal wieder für mich. Beste Experience hier. Ich bin sowas von begeistert. Ist doch egal. Tja, Drake ist mir sowas von egal. Könnt ihr selbst machen. So ist sie da nicht nachgekommen. Wayne ist auch nicht dabei. Oh Mann, ich dachte wirklich, es wäre mal ein entspanntes Game, aber... Never mind. Hab ich mich zu früh gefreut. Jetzt habe ich jedes Mal meinen Traktor fertig. Kann nur besser werden. Geht doch! Yay, Leute! Wir haben unseren zweiten Kill der Season. Puh! Ich bin so hyped! Ha! Solch ein gutes Game. 8% Livestream mal schon. Die Rex hat eigentlich so wenig gemacht im Game. Die ist gerade mal an 10 Kills beteiligt von 24. Das ist verhältnismäßig wenig. Wenn man so überlegt, ich habe 70% Kill Participation. Rup, Darius, ja, ist gut. Da kann ich nicht mehr viel machen. Ich habe 121 CS. Die ganzen Worts. Lubov ist weg. Counter-Jungling, I love it. Die haben... Ich dachte gerade schon sogar noch meinen Red-Buff, oder wie? Dann hätte ich geweint. Ey, mal... Jetzt mal ehrlich. Flex-Q ist ja... sehr entspannt. Und die Gegner sind wahrscheinlich schon mal Primate. Rek'Sai, Leona und Galio. Cool. Macht sehr viel Spaß. Hab so viel Freude in diesem Game. Man hört es mir richtig an, oder? Ja, erstmal werde ich die ganze Zeit gecounter-jungelt. Na, whatever.
Ich soll es einfach unkommentiert so stehen lassen. Auch wenn ich gerade richtig genervt bin. Oh man. Ich glaube, wir sollten es beenden. Ich habe da nicht mehr die ganz große Motivation, das hier gefällig zu spielen. Ja, dafür kann sie natürlich ulten. Dafür. Whatever, komm, wir lassen das Game einfach beenden. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ja. Da fällt mir gerade ein, habe ich noch überhaupt gut genug Speicher von der Festplatte, um das hier... Ja, habe ich. Gerade noch so. Oh ja, eine lustre Runde hier mal wieder von League of Legends. Man kennt es. Man kennt es. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ja. Ich glaube bestimmt ist der Darius wieder mal. Ja. 3-11 Darius. Hey, da habe ich mein nächstes Kill erhalten. Es geht voran. Burn Buff, gar kein Problem. Ich habe sogar fast so viel CS wie die Rain. Können die es bitte beenden? Danke. Ja, was für ein cooles Game. Wieso aktiviert sich da mein Traktor? Macht absolut keinen Sinn. Wieso habe ich es abgelehnt? Na, egal. Moment, bevor irgendwas passieren sollte, muss ich was checken. Ja. Leck. Okay, Problem gelöst. Die Gangplank ist richtig squishy. Mit was spielt ihr überhaupt? Thunderlords, also im Elektrisieren. Ja, vorbei.
I'm out. Ja, gut, das war... Wir haben wenigstens 2 Kills erhalten. Sehen wir es mal positiv. 2 Kills. Die Leon hat sogar geflasht. Aber sie konnte die Ash nicht mehr retten. Ja, glücklicherweise. Das hätte mich vehement geärgert. So gewesen wäre. Hey, unsere Sets sind doch gleich, ja, unsere Sets sind doch gar nicht mal so schlecht. 4, 5, 6? Da können wir arbeiten mit. Ich will nicht mehr. Richtig gutes Spiel. Richtig viel Spaß. Stufe 15 erreicht. Hörfen Level als die Rek'Sai. Ghostblade erreicht. Könnte auch mit Sicherheit den Gangplank töten. Aber ich denke mal, das wird nichts. Ja. Ich glaube, das kann ich sowas von vergessen. Ich habe meine Boots gerade nicht ready. Rip. Ja, ich glaube, das war's dann mal. Können wir nicht mehr viel tun. Lasst mich leben! Okay, bin ich auch immer tot. Gut, hat sich nicht mehr gelohnt, da reinzugehen. Whatever. Und damit haben wir das erste Game der Pre-Season 8 erspielt. Bis zum nächsten Mal.